Hallo und herzlich willkommen hier im FS22 Studio mit den brandheißen Nachrichten eben vom Landwirtschaftssimulator 22 von der FarmCon 21. Meine Lieben, es geht heute um ein ganz, ganz cooles Thema und zwar geht es den Baumodus. Viele von euch sind verzweifelt im LS19 an dem Baumodus, an den Controls. Die Gebäude haben die ganze Gegend zerstört, wenn man sie gebaut hat und. Da ist jetzt einiges passiert. Der Baumodus grandios und lasst uns doch mal direkt einsteigen in das, was Jos hier sagt. Ich werde wieder, soweit es geht, simultan übersetzen. Und Jos Kuipers stellt sich hier vor und sagt, Game Lead, Game Designer natürlich, Game Play Designer. Und hier seht ihr schon, das Baumenü. Ihr könnt BGAs platzieren, natürlich in einem kompletten Menü. Also da gibt es eine ganze Menge Kategorien, da kommen wir später noch dazu. Aber es ist tatsächlich jetzt so, dass Giants eben auf das Spielerfeedback reagiert hat und das Erste, was die Spieler gesagt haben, ist, dass es zu kompliziert ist, zu viele Tastaturkürze, zu viele Tastatureingaben, die nötig sind, um das zu bedienen. Und da ist es jetzt tatsächlich in ein komplettes Menü gekommen, in dem ihr alles aussuchen könnt, in dem ihr das bedienen könnt. Da, Jos jetzt mal den Platz wechseln, weil es ihm zu warm geworden ist. Und jetzt spricht er mit uns einmal über Gebäude. Das ist hier, keine Sorge, das ist nur eine kurze Introduction, sprich eine kurze Einführung. Wir kriegen gleich noch ein bisschen mehr Gameplay zu sehen, wie das dann im Spiel funktioniert. Aber hier gibt es Gebäude mit unterschiedlichen Konfigurationen, habt ihr gesehen, unterschiedlichen Farben, die da auswählbar sind. Dann haben die Gebäude mittlerweile mehr Funktionen. Also es gab es tatsächlich, vielleicht so ein kleiner Modding-Hintergrund, gab es bisher nicht, dass ihr einen Stall hattet, der zusätzlich eine Werkstatt sein konnte oder einen Shop, der zusätzlich einen Werkstattträger hatte. Das gab es auch nicht. Es waren immer unterschiedliche Gebäude, die das hatten. Jetzt gibt es mehrere Funktionen tatsächlich zu den einzelnen Gebäuden, die da genutzt werden können. Und so auch in diesen Produktionslinien gibt es verschiedene Informationen. Wie gesagt, Gebäude auch mit Solar Sheets, wo ihr Geld mit verdienen könnt, hat er vorhin gesagt. Ja, das ist tatsächlich eine unglaubliche Neuerung. Es gibt Zäune, die platziert werden können. Und zwar einfach, die könnt ihr einfach aufziehen, ne? Habt ihr gerade gesehen, da kann man dann klicken und dann kann man die entsprechend weitermachen. Es gibt Tore, die sich entsprechend öffnen, also könnt ihr eure Felder wirklich, beziehungsweise Wiesen entsprechend jetzt einzäunen und anpassen. Ne? Das also, wer bisher mal Zäune gesetzt hat, der weiß, wie kompliziert das ist, einzelne Zäune zu setzen, einzelne Module zu setzen und die auf eine Höhe zu bekommen. Und das gleicht es jetzt aus, sogar in den Hügeligen Lagen. Grandiose Nummer tatsächlich. Genau, da spricht er wieder davon, dass es intuitiver geworden ist, eben weil ihr seht, was ihr klickt. Es sind ganz viele Schaltflächen dazugekommen, einzelne Kategorien, einzelne Tabs, um das eben sauber zu machen und nicht mehr dieses Durchtappen, wann ist welche Textur da. Das gibt es jetzt alles als Übersicht. Und da kann man entsprechend was anpassen. Hier spricht er jetzt über das Terrain Editing, also sprich das Landschaftstool mit Anheben von Ebenen, mit Senken, mit Ausgleichen. Da gibt es entsprechend auch Möglichkeiten, das anzupassen. Genau, jetzt geht es um die Modding-Informationen, eben dass genau das jetzt eingebaut wurde. Es gibt einfache Funktionen, die implementiert werden können, Tierstall und Werkstatt oder eben andere Funktionen. Also ihr könnt mehrere Funktionen gleichzeitig auf einem Gebäude legen. Das ist grandios. Also wenn ihr zum Beispiel kombinierte Gebäude habt, so einen Bauernhof um eine Ecke, wo viele Funktionen drin sind, Silo und Werkstatt, solche Sachen, das ist dann schon cool, wenn da mehr reinkommt. Auch unterschiedliche Silo-Arten wären dann denkbar. Ne? Also das wird schon spannend, was da die Modder uns kredenzen. So, hier haben wir wieder Kenny und Stefan, die kennen wir schon aus den letzten FarmCon-Tagen, haben uns schon ein bisschen was gezeigt und natürlich auch das Gameplay gezeigt und jetzt steigen die beiden mit uns zusammen nochmal ein und zeigen uns ein bisschen mehr Ingame-Material von diesem Baumodul. Es ist kein reines Landschaftsmodul mehr, sondern wirklich ein Construction, ein Baumodul, mit dem ihr da richtig arbeiten könnt, also Baumodus nennt sich das. Und ja, hier steigen die beiden als erstes mal in das Thema Übersicht ein. Es gibt eine Minimap, eben wo ihr euch gerade auf der Karte befindet. Es gibt unterschiedliche Tabs, die ihr anklicken könnt. Da seht ihr auch schon, es geht um Gebäude, um Produktionslinien, Tiere, um Dekorationen und eben das Landschaftstool mit dem Anheben und Senken von Ebenen. Genau, es gibt eben die Stelle,
von Hörmann und also scheinbar auch nur von Hörmann. Also ich habe jetzt nicht rausgehört, dass es da noch was anderes gibt. Ich denke, das bleibt das erstmal. Und es gibt einzelne Ställe bzw. einzelne Weiden, die so abgeschlossen sind, eben ohne Stallanschluss. Wie die dann funktionieren, das werden wir dann später sehen, aber ich denke sicherlich ähnlich wie im LS19. Genau, da kommen wir jetzt auch, da sprechen die beiden jetzt nochmal über dieses unglaubliche Feature mit den Zäunen. Und ich kann es nur nochmal sagen, wer mal Zäune platziert hat im LS19, der weiß, was für eine grandiose Erweiterung das ist. Klar, das kennt man schon aus anderen Spielen, aus so Tycoon-Aufbauspielen, wie so Zäune positioniert werden. Und das ist jetzt sehr nah dran, ne? Also da muss ich sagen, das ist tatsächlich ein viel, viel einfacher Weg, Zäune zu platzieren. Und da könnt ihr natürlich auch über andere Sachen nachdenken. Also hier sind zum Beispiel auch diese Hecken gesetzt. Das seht ihr da auch. Ich denke, das wird auch über eine ähnliche Art funktionieren. Das hat er ja auch gesagt hier. Und was ihr euch sonst noch denkt, so Mauern, die um die, also alles, was abgrenzt, alles, was irgendwie über einen Bereich gezogen wird. Vielleicht werden sogar irgendwann Wege darüber ziehbar sein. Das weiß ich nicht, das ist jetzt eine Spekulation, aber solche Feldwege könnte sein, dass sowas dann irgendwann in die Erweiterung kommt. Oder vielleicht kommt es durchs Modding dazu. Wir sehen aber auch noch nicht alles. Wir kriegen tatsächlich noch nicht alles zu sehen. Die sagen auch zum Schluss wieder, so far, all we want to show so far, so, dass sie also das, was sie jetzt bis jetzt zeigen wollen, haben sie dann auch gezeigt. Kommen wir aber gleich noch dazu. Jetzt sprechen die beiden darüber, dass die Sachen auch wieder einzeln, also seht ihr, tatsächlich einfach entfernt werden können, aber es ist jetzt, seht ihr auch, jedes Segment des Zaunes einzeln zu entfernen. Da gibt es eben diesen Demolish bzw. Zerstören Button, diesen ganz rot. Damit könnt ihr natürlich auch die anderen Gebäude verkaufen, die eben über diesen Modus gesetzt wird. Also wirklich alles, was da drin ist, ne? Bäume, Gebäude, Tierstelle, das Silo hier. Er sagt aber auch, er will es gerade nicht verkaufen. Und wie es auch natürlich bisher immer war, wenn ihr Gebäude verkauft, dann bekommt ihr Geld in Teilen wieder, nicht vollständig, aber in Teilen kriegt ihr eine Erstattung. Kann sich lohnen. Ja, müsst ihr auf jeden Fall, was heißt, kann sich lohnen? Nee, kann sich natürlich nicht lohnen. Es wird immer Geld kosten, das zu tun. So, jetzt wird Stefan uns tatsächlich nochmal ein Gebäude hinsetzen. Natürlich mitten auf die Wiese. Und da sieht man tatsächlich auch an der Stelle, dass das Gebäude direkt die Landschaft rundherum angepasst hat. Also das gibt es weiterhin, dass das Gebäude natürlich dieses Level ausgleicht. Und in dem Fall braucht das Gebäude eben eine Fläche und hat das, das Terrain mit angepasst. So, jetzt verkauft das direkt wieder. Und das ist natürlich eine völlig zufällige Situation, die da entstanden ist. Natürlich wollen die jetzt das demonstrieren, wie die Betonfläche unten liegen geblieben ist. Und jetzt sucht Stefan sich erstmal die Möglichkeit, es zu bemalen. Ja, und man muss hier nicht durchtappen oder sonst irgendwas oder einen anderen Modus wählen, sondern man kann das hier eben. Also irgendwas muss man, natürlich musst du die Kategorie dafür wählen. Sie wollen halt wirklich hervorheben, dass es wirklich intuitiv geworden ist, dass es einfacher geworden ist, das jetzt entsprechend zu machen. Also Gras kommt nicht direkt mit der Folie, sondern das ist die Untergrundtextur, die da drauf liegt. Und jetzt kann man entsprechend einzelne Pflanzen malen und da eben auch dieses Gras hier an der Stelle. Und dann ist das noch nicht gänzlich wiederhergestellt. Man müsste natürlich jetzt mit dem Landschaftstool, mit dem Landscaping nochmal rangehen und angleichen. Das machen die beiden Jungs jetzt hier aber nicht, aber es scheint durchaus auch so zu funktionieren. Ihr könnt jetzt auch standardmäßig Bäume setzen. Da gab es natürlich früher viele Mods, die das gemacht haben. Jetzt geht es auch damit. Wenn man so ein bisschen auf das F1-Menü achtet, da gibt es die Möglichkeit natürlich auch noch zu rotieren, damit die Bäume nicht alle in die gleiche Richtung stehen. Also da wurde uns nichts genommen, sondern tatsächlich viel einfach Sachen gestellt. Und ihr seht es gerade beim Durchscannen, wie viele Baumarten da zu platzieren sind. Das ist schon schön, dass das jetzt pauschal überall mit drin ist. So, jetzt malt er hier nochmal Gras und das ist ganz schön, da geht er ein bisschen schön drüber her. Es gibt, also seht ihr, das ist eine Beta-Version. Es gibt noch einzelne Grassorten, die, wo die Folie nicht stimmt, wo eben die Gras, eben kein Gras gezeichnet wird, gemalt wird. Ist aber schön drüber weggegangen.
Ich bin total begeistert. Dieses Ding ist der Hammer. Ohne Quatsch, es wird uns ganz viel bringen. Und dadurch, dass die Gebäude schneller zu entfernen sind, werden wir in diesem Demolish-Modus auch nicht mehr im Shop einzelne Sachen suchen müssen, um die dann wegzumachen. Also es könnte auch, was die Objekte, was die Performance angeht, da an der Stelle für uns deutlich entspannter sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Genau, jetzt spricht Kenny, war wichtig, dass da, wo man sich gerade als Person befindet, auch der Bildmodus aufgeht. Das war früher so, dass das immer an der letzten Stelle, die ihr hattet, ist aufgegangen. Und jetzt steht da sogar die kleine Person. Also das seid ihr, das ist die Person, die Stefan da gerade in dem Spiel spielt. Und da in der Mitte des Screens ist die eben. Und dann kann man natürlich im Baumodus frei sich bewegen. Aber es ging halt darum, dass man weiß, wo man sich gerade befindet. Deswegen auch die Minimap, dass man ein bisschen mehr Überblick hat, wo man gerade baut. Das ist wahrscheinlich, wenn man neu auf einer Karte ist, wenn man seine Karte irgendwann kennt, ich glaube, dann hat man kein Problem mehr damit, wo man sich gerade befindet. Aber gerade bei neueren Sachen macht das natürlich Sinn. So, da sind eben die Möglichkeiten. Klar, ihr könnt das Terrain anheben, ihr könnt das Terrain ausgleichen, ihr könnt das glätten. Und man kann, da hinten sehe ich das, man kann das gerade runtercutten. Das braucht man tatsächlich, wenn man Gebäude in verschiedenen Leveln hat. Haben die beiden jetzt nicht drüber gesprochen, sondern nur davon, dass es eben wie früher ist, aber eben jetzt intuitiv nutzbar. Jetzt weiß man einfach, also jetzt kann man das Symbol klicken und muss nicht immer mit der Maus zwei Maustasten gedrückt, eine rechte Maustaste hoch, runter, wie auch immer, mittlere Maustaste drücken. Das gibt es alles so nicht mehr, sondern man benutzt das Tool jetzt entsprechend mit der Vorauswahl, was man da gewählt hat. Da haben wir es schon. Das ist alles, was Sie bisher zeigen wollten. Ich hoffe, euch hat diese Vorstellung gefallen und diese Übersetzung, Simultanübersetzung von den Inhalten, die da drin sind, mit ein bisschen angereichert noch von Mario Hirschfeld. Ansonsten sage ich euch ganz ehrlich, dieser Baumodus ist grandios. Es ist schön, dass das erweitert wurde, schön, dass da was dazugekommen ist. Ich bin total gespannt darauf, was scheinbar nicht der Fall ist, was ich vermutet hatte, dass eventuell die Zäune, also über Zaunmodus habe ich schon gesprochen, dass Zäune an Stellen noch angebaut werden können. Das scheint jetzt nicht so zu sein. Das wäre irgendwie cool gewesen, wenn die Tiere wenn man so ein Terrain schließt und die Tiere damit ein Terrain bekommen, in dem die laufen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, konnte ich noch nicht raussehen. Das wäre natürlich mega cool, wenn man seine eigenen Weiden an die Stelle dran macht. Aber ich glaube, das war hier nicht inbegriffen. Cooles Tool auf jeden Fall. Wird sehr viel Spaß machen, wir werden ganz viel sehen. Und wie die beiden hier schon gesagt haben, wie wir auch schon in den vorherigen Themen gehört haben, wird es so sein, dass ihr mehr selber gestalten müsst, mehr den Hof mitwachsen lasst. Das heißt also, die Maps werden das nicht alles komplett vorgeben, sondern ihr könnt den Hof langsam mitwachsen lassen, langsam aufbauen und entsprechend so gestalten, wie ihr das für richtig haltet. Wird ganz spannend. Durchaus ein Herzenstool für mich. Ich finde das grandios und tatsächlich auch jetzt für jeden intuitiv bedienbar. Bäume, also wirklich diese wichtigen Sachen, die ihr einfach im Landscaping braucht, Bäume mit drin, Folien, Büsche mit drin, die das einfach lebendig machen, die das nicht so stumpf aussehen lassen, sondern so ein paar Büsche um ein Gebäude drum, macht das einfach direkt schöner und detailreicher. Dadurch kann man wirklich schöne Höfe bauen. Da werden wir viel sehen und mir fallen auch schon so die ein oder anderen Projekte ein, die da kommen. So, jetzt aber wirklich, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Soll ja eigentlich irgendwie kompakt sein. Ich hoffe, ihr teilt meine Begeisterung. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich einen netten Kommentar zu diesen News-Videos. Und dann bleibt mir nur noch euch, jetzt haben wir noch mehr Lust darauf, aber eine schöne Wartezeit auf den LS22 zu wünschen. Aber bleibt dran, es kommen noch mehr News-Videos. Wir haben noch Themen, was zum Thema Sound und was zum Moment. Thema Früchte. Früchte kommt auch noch, die drei neuen Früchte, aber dazu später. Meine Lieben, alles Gute, bye bye und ade.